Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Tja Leute, in der letzten Zeit kamen ein bisschen weniger Videos oder unregelmäßig und es liegt halt teilweise am Wetter. Nass und matschig alles und da bleibt einem nicht viel anderes übrig, als ein bisschen Trails aufzufrischen. Ich komme halt nicht wirklich zum Fahren, weil ich eher am Bauen bin. Aber das macht doch auch Spaß, also mir macht es zumindest Spaß. Minecraft. Unfallgefahr muss entfernt werden. Das war knapp. Ich muss halt einen Vlog machen heute, wie ein YouTuber das macht. Ja, letztens waren wir ja auch bei einem Bike-Meet in Dresden. Nur leider hatte ich da auch wieder die falschen GoPro-Settings. Deswegen habe ich gesagt, davon mache ich kein Video. Jetzt stehen hier 5 Leute und schauen mir zu. Ihr könnt auch das Video gucken, einfach was ich mache. Dann kriege ich wenigstens Werbeeinnahmen. Jetzt kommt er. Gut anstrengend. Jawohl. Jetzt ist er doch wieder zuschaukeln. Hat ja nicht allzu lange gedauert. Heute habe ich auch wieder mein kleines Klappmesser dabei. Ich will mir so einen Knüppel bauen. Also so einen Hammer aus Holz halt, dass man auf den Rücken von der Axt schlagen kann, ohne dass man die Axt dabei kaputt macht. Eigentlich wäre es schlau, jetzt schon mal hier für den Griff zu sägen. Da muss ich ringsum einmal einen Schnitt machen und dann gehe ich hier mit der Axt rein, dass ich hier einen Griff habe. Ja, ungefähr so, dass das Blatt verschwindet und dann einmal ringsum. Noch ein Stückchen. Eine kleinere Säge wäre für sowas ganz gut. So, das sieht schon ganz gut aus. Ich kann es ja danach noch mal schmaler schnitzen mit der Axt. Mit dem Beil. Ich meine mit dem Beil. Oh ja, das geht ja wirklich gut. Ja, wenn man zielen könnte. Na, hör mal. So Leute, Marcel meint gerade, oben ist ein Baum umgestürzt und er liegt übelst im Weg. Und ihr seht, ich bin heute mit meinem Hemiway hier. Ansonsten würde ich das ganze Werkzeug gar nicht mitbekommen. Ah ja, ja, der ist wirklich sehr im Weg. Den machen wir natürlich weg, damit die alten Leute auch hier wieder spazieren gehen können. Oder wir bauen Sprung. Oh nein, so mitten auf dem Weg. Ey, dieses Taschenmesser war auf jeden Fall die beste Investition, die ich gemacht habe, glaube ich. Jetzt habe ich das Beil nicht mit, um die Rinde zu entfernen. Dann bleibt die Säge länger scharf, weil da ist so Schmutz drunter. Ja, das mal wieder zum Fahren heute. Jetzt haben wir erstmal nichts zu tun. Ja, der Wind haut einige Bäume um. War ganz schön stürmisch in der letzten Zeit. Also auch richtig ungemütliches Wetter. Schneeregen mit Sturm. Noch nicht mal anstrengend. Wahrscheinlich fragen jetzt schon die ersten, welche Säge ist das? Das ist die Silky Katana Boy 650. Ist übrigens keine Werbung, aber ich weiß, ihr werdet fragen, was ist das für eine Säge? Es gibt auch eine 1 Meter Version davon, also mit 1 Meter Klinge. Aber die ist dann ein bisschen sehr teuer. Und den Rest säge ich von unten lieber. Jetzt macht es gleich knack. Achtung. Überleg mal, ob wir den Stamm nach vorne auch mal schnell wegsägen, Alter. Ja, da muss man sich nicht immer ducken. Wir machen den Weg frei. Kümmert sich ja sonst keiner drum. Kinderarbeit. Los. Ja, das Ding hängt auch richtig tief. Hier können wir auch mal wegmachen. Na, hör mal. Jawohl.
Achtung! Das Ding ist hier auch schon 30 Jahre so, glaube ich. Und man sieht ja, alle Leute gehen so um den Weg rum. Hier war eigentlich mal der Weg. Jawohl, Babi, das darf er. Jawohl, ha ja! Eigentlich war ja mal der Weg hier lang. Das alles wegsägen, meinte Marcel. Eigentlich müssten wir den ganzen Scheiß hier wegmachen. Ich habe jetzt schon einige zersägt und so lange dauert es gar nicht, den ganzen Kram hier zu beseitigen, mit der Säge vor allem. Na hör mal, ah. Ja, bisschen aufräumen den Wald. Dann kann die Natur da wieder wachsen, weil hier ist Asphalt drunter. Sind zwar nur ein paar Quadratmeter, aber immerhin. Einmal durch hier. So Leute, mein Akku war gerade leer und ich habe gerade einen neuen geholt, also von der Kamera. Und wir sind schon ganz schön weit gekommen. Ich glaube, wir sind nicht mal eine Stunde hier dabei und der Weg ist fast wieder frei. Ich glaube, mit dem Teil braucht man wirklich keine Motorsäge mehr. Ist auch echt sauhartes Holz hier. Also keine Ahnung, was das jetzt für ein Baum ist, aber das ist so leicht gelbliches Holz. Ich denke mal, irgendwer weiß es. Schreibt es mal in die Kommentare. Guck mal, Proteine. So Leute, der dickste Stamm ist jetzt auch halb durch schon und dann drehen wir den nur so rüber, dass er am Rand liegt vom Weg und dann kommen noch die zwei hier. Aber wir sind ja fast fertig hier. Bestimmt sieht man gar nichts mehr, weil es schon wieder so dunkel ist. Boah, der war laut. Aber ich muss noch ein Stück sägen. Warte. Ich komme da nicht mehr ran, glaube ich. Nimm einen Ast und dann hier drunter hebeln. Nein, säg doch einfach. Ja, ich komme da aber nicht weiter. Soll ich im Boden reinsägen? Nimm doch einfach hier einen Stock und dann hebel das so hoch. Hier, hier. So. Sieht auch nicht mehr so aus wie Kraut und Rüben immer dann. Ja. Ist auch komplett tot. Oh. Heute haben wir gute Arbeit gemacht. Ist schon wieder Schneeregen. So Leute, ich schaue jetzt nochmal auf der Strecke hier. Weil mir war so, als wenn ich da oben... hier sind seine Handschuhe. Marcel, er hat die letztes erst gesucht, jetzt habe ich sie gefunden. Wir haben hier den kleinen Anlieger auch gemacht, dass man hier ein bisschen besser um die Kurve kommt. Mir war so, als wenn hier hinterm Drop noch ein Baum war, der so halbwegs auf der Strecke lehnt. Boah, das sieht aber auch zerbombt aus hier. Ja, der hier. Ist halt die Frage, kommt man da überhaupt dran vorbei noch? Oder stößt man sich den Kopf, wenn man Pech hat? Nee, das geht. Denke mal nicht, dass man sich da den Kopf stößt. Ach ja, Leute, ich weiß auch nicht, was ich euch sonst noch erzählen soll. Aber eine Sache wäre da zum Beispiel, dass ich demnächst auch eine Kooperation mit Insta360 habe und dann werde ich mal die X3 testen, diese 360 Grad Kamera. Ich bekomme auch einiges an Zubehör, also da werde ich dann einige schicke Aufnahmen machen. Ja, hier deine Handschuhe habe ich gefunden. Wo waren die? Die lagen da beim Anlieger, den wir gemacht haben. Sind ein bisschen nass. Leute, ihr braucht gar nicht zocken. Geht einfach nachts in den Wald. Wenn ihr Bock auf ein Horrorspiel habt, dann könnt ihr hier so nachts im Wald rumwandern. Aber wie gesagt, statt zu zocken, geht lieber raus. Ein bisschen biken oder Trails bauen, wie auch immer. Macht mehr Spaß und ist gesund.
Kinder. So Leute, hier sind tatsächlich noch andere unterwegs. Hier ist gerade ein Nachtjogger, ein Nacktjogger. Und wir haben ja auch schön die Wege freigeräumt. Jetzt können die Jogger auch wieder hier lang joggen überall. Schön dreckig haben wir auch alles gemacht wieder. Jetzt kann ich nach Hause und wieder eine Stunde meine Werkzeuge sauber machen und pflegen, bevor die rosten. Am Rücken siehst du auch gut aus. So Leute, und wieder zu Hause angekommen. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, wie ich das Bike beladen habe. Ist auf jeden Fall mega praktisch für sowas. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so, sondern mir gefällt das Bike wirklich. Also im Gegensatz zu manch anderen Bike, was ich schon jetzt hatte. Denn ich hatte noch ein paar andere Bikes, aber von denen weiß ich nicht, ob ich da noch ein Review machen will. Weil das eher negativ ausfallen würde oder negative Werbung für den Hersteller ist. Weil ich nicht sagen werde, oh wie toll, kauft euch das. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.